Willkommen zum vierten und letzten Kapitel der Mathematik im alten Indien, bei dem ich aus Zeitgründen wieder etwas stärker auf Material des Vorjahres zurückgreifen werde. Sie müssen hier auf so eine dynamische Zeitleiste mal verzichten und mein Gesicht ist dann jetzt auch gleich erstmal etwas länger wieder weg. Bereits im dritten Jahrtausend vor Christus gibt es erste städtische Hochkulturen. Dazu gehört insbesondere dieses Harappa. Das ist so eine Stadt mit circa 40.000 Einwohnern und es dürften auch erste Schriftzeichen gegeben haben. Allerdings sind diese ganz alten Schriften im Wesentlichen noch nicht entziffert. Also da weiß man noch gar nicht genau, was die ganzen Schriftzeichen heißen. Dann gibt es die vedische Periode. Da kommen die Arier nach Indien, also die Indo-Arier. Das ist schon eine Zeit, aus der wir Überlieferungen haben, wobei ein bisschen das Problem ist, die Überlieferung, die wir da haben, da gibt es diese Sulba-Sutras, Schnurregeln heißt das auch, die sind die meiste Zeit mündlich tradiert worden. Das waren so Verse zum Auswendiglernen. Das hat zwei Probleme. Das sind halt Verse und die sind wirklich auch in so einem Versmaß geschrieben und so ganz ausgeschmückt. Und dann ist das teilweise gar nicht so leicht zu verstehen, was die da von einem wollen. Weil das ist wirklich dann so, soll halt auch schön klingen. Und zum Teil haben die sogar, das werden wir nachher sehen, es gibt standardisierte Zahlworte und dann ja auch relativ bald die ihnen bekannten Zahlzeichen, mit denen sie so täglich umgehen, in einer etwas anderen Schreibweise. Aber es gab da auch noch die Möglichkeit, so die Zahlen durch bestimmte Objekte auszudrücken. Also 1000 ist der Mond und sowas. Und dann wird es natürlich richtig schwierig, das zu entziffern. Das heißt, die Überlieferungen dieser Texte sind jünger als die Texte man selber datiert. Aber das Problem haben wir ja im Prinzip bei den griechischen Quellen ganz ähnlich. Da haben wir ja auch nicht die wirklich zeitgenössischen Überlieferungen oder nur ganz fragmatisch. Dann gibt es diese Zeit des Jainismus und Buddhismus, wo der in Indien halt seine Hochzeit hat. Sie sehen aber da schon, also schon während dieser vedischen Periode Brahman, da entsteht ja dieser Brahmanismus, was eine Vorform des Hinduismus ist. Und so hier in dieser klassischen Periode, da entsteht dann der Hinduismus. Die Jainismus-buddhistische Periode hat lange Zeit so, war die Entsprechung für Europa, für das sogenannte dunkle Mittelalter oder halt eine Zeit, über die man sehr wenig weiß. Mittlerweile weiß man aber, dass da auch einige Dinge mathematisch weitergegangen sind. Da gibt es die klassische Periode mit diesem Aryabhata, der relativ einer der bekanntesten ist, und Bhaskara die zwei. Das ist die Periode, wo so mathematisch am meisten Interessantes passiert und wo auch Dinge passieren, wo man sagen kann, die passieren in Europa dann teilweise erst 300, 400, 500 Jahre später. Zum Beispiel datiert man Anfänge der Infinitesimalrechnung in diese klassische Periode. So, jetzt können Sie mal überlegen, Leibniz, Newton und so, das ist halt wirklich gut 500 Jahre später. Aber die haben da schon so Ideen. Wir gucken da aber nur sehr fragmentarisch rein, weil das dann auch teilweise relativ schwer verständlich ist. So, fangen wir mal mit den Zahlworten und Zahlzeichen an. Das greift so ein bisschen das auf, was in diesem Ethnomathematik-Video da ist. Was man schon ab ungefähr 800 vor Christus hat, ist ein ganz stringent dezimales Zahlwortsystem. Sie haben halt die Namen für die Zahlen von 1 bis 9, Eka, Dvi, Tri, Katur und so weiter. Und dann weiter die Namen für die Zehner, so wie wir das auch haben, 10, 20, 30, 40 bis 90. Und dann haben sie für die höheren Potenzen, Sata für 10 Quadrat, das heißt 200 ist dann Dvisata. Und so weiter geht das. Und was insbesondere natürlich verblüffend ist, ist da Parata, da ganz unten. Ist ja nicht ganz so leicht, sich vorzustellen, wofür die 800 vor Christus jetzt unbedingt bis 10 hoch 12 zählen mussten. Gibt es ja eigentlich keine praktischen Bedürfnisse, die so große Zahlen erfordern.
Ja, das ist schon eine ganze Menge. Ne? 10 hoch 6 ist ja immerhin schon eine Million. Ne? Das ist also eine Billion, oder? Die Milliarde ist 10 hoch 9 und bei uns wäre das dann eine Billion. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man das praktisch gebraucht hat. Man hat sich halt für so große Zahlen irgendwie interessiert. Das hat die Leute fasziniert. Die Zahlworte hatten wir, jetzt haben wir die Zahlzeichen. Da kann ich auch noch ein bisschen was zu erzählen, zu diesen Karosti und Brahmi. Das sind somit die ältesten Schriftzeugnisse. Die Überlieferungen, die man hat, sind allerdings dann wirklich erst relativ jung, aus der Zeit 300 vor Christus. Das Brahmanische ist so im Großteil von Indien und die Karosti-Schrift ist eigentlich nur ganz im Westen von Indien beziehungsweise im Osten dessen, was heute Afghanistan ist. Da ist sozusagen diese Karosti-Schrift. Und die ist ja ganz interessant, ne, weil das sieht ja jetzt, außer dass die Bündel etwas anders sind, so ein bisschen so aus, so ähnlich wie bei den Römern, würde ich mal sagen. Oder natürlich auch vielleicht verwandt mit dem Zahlsystem, wie wir das bei den Babyloniern hatten. Man hat hier halt die Bündelgröße 4, ganz offensichtlich. Das Neunerzeichen ist halt nicht überliefert da an der Stelle, da kann man nichts zu sagen. Und diese Gwalior, das ist so eine Inschriftzeichen, da habe ich zwei sehr unterschiedliche Datierungen gefunden. Also in dem Buch von Wussing sind die datiert auf 850 nach Christus, was mir in der Tat deutlich zu spät erscheint, verglichen dann gleich mit ein paar anderen Grafiken. Bei dem George Joseph, der selber Inder ist, sind die auf 500 nach Christus datiert. Das kommt mir dann irgendwie schon naheliegender vor. Es gibt die Behauptung, diese Null wäre quasi die erste Schreibweise mit einem Zeichen für die Null. Es gibt manchmal auch die Position, das könnte auch dieses Bakshali-Manuskript sein. Und das Bakshali-Manuskript, da gibt es auch wieder Probleme. Die Datierung ist da auch ziemlich ungenau. Selbst mit so Carbon-Methoden sind die irgendwie so auf 200 bis 400 nach Christus gekommen. Ist jetzt auch nicht super präzise. Aber wäre dann noch mal eine ganze Ecke älter. Ja, und ansonsten schreiben die aber die Zahlen in einem dezimalen Positionssystem. So wie wir das auch machen. Die sehen halt noch nicht ganz genauso aus wie unsere Zahlen. Deswegen habe ich hier auch mal diese Grafik draufgenommen, wo so ein bisschen die Entwicklung dargestellt wird. Das kommt dann etwas später noch. Es spaltet sich ja, also hier irgendwo zwischen 500 und 800, wird, na, ich glaube 622 wird der Prophet Mohammed geboren. Zieht er von Mekka nach Medina und 632 stirbt er dann. Und dann erobert ja hier so der Islam nahezu die ganze bekannte Welt südlich, sage ich mal, der Alpen und dann noch sehr bis an den Hindus, also bis Indien ran. Und dann zerfällt das aber irgendwann in so zwei Reiche. Und das hier ist eher die Westschreibweise und das hier ist die Ostschreibweise. Man erklärt sich hier teilweise auch das Zweier- und das Dreierzeichen dadurch, dass man das so verbunden geschrieben hat und das dann irgendwann in diese Dinger übergegangen sind. Hier sieht man vielleicht auch die Übergänge noch. Was interessant oder was ich immer interessant fand, dass scheinbar hier irgendwie bei dem Vierer- und Fünferzeichen, da ist irgendwann mal was passiert. Und dann im Wesentlichen so die Schreibweise, wie Sie die kennen, die ist dann so halbwegs standardisiert ab Dürer. Da sehen die dann tatsächlich so aus wie bei uns. Das hier so um 1000 mittelalterlich, frühmittelalterlich, sieht ja doch auch noch, ne, die 7, die hier so komisch rumliegt und so, das sieht ja doch auch noch ein ganzes Eckchen anders aus. So, dann das wichtigste mathematische Werk, was da aus dieser vedischen Periode überliefert ist, das sind die sogenannten Sulbasutras oder auch Schnurregeln oder Leitfaden zur Messkunst. Die enthalten ganz wesentlich Vorschriften zur Anlage von Altären.
und für diverse religiöse Rituale, also wann da zu welchen Zeiten was zu verbrennen ist und so. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, hier links ist sozusagen ein so ein Altar mal dargestellt und rechts dann dieser Teilaltar mit dem V. Hier bei HH-ADSG, da sind überall so Feuerstellen. Und das obere heißt Mahavedi, der große Altar. Oh, so, also das ist quasi der Grundriss. Und das hier wird so aus Steinen geschnitten. Und da kann man sich schon überlegen, dass da doch eine ganze Menge Geometrie benötigt wird, damit diese Sachen irgendwie alle so schön ineinander passen, wenn die geschnitten werden. Und wir sehen dann gleich einige Regeln aus dem Buch. Auch hier, das hatte ich gerade aber schon erwähnt, die sind in dieser Zeit entstanden, die Überlieferungen sind aber deutlich jünger, weil man das ursprünglich gar nicht aufgeschrieben hatte, sondern immer sich weitererzählt. So, was findet sich in den Sulba-Sutras? Wie könnte es anders sein? Natürlich der Satz vom Pythagoras ist jetzt auch nicht super überverblüffend. Ne? Also in Mesopotamien hatten die den ja im Prinzip auch schon. Wir kommen dann nachher noch so ein bisschen zu der Frage, wie das mit Beweisen aussieht. Für diese vedische Periode werden wir auch gleich so sehen. Was sie schon relativ viel hatten, waren so Zerlegungsgeschichten. Also wo so Flächen zerlegt und dann wieder zusammengesetzt werden als Erklärungen für etwas. Also das Seil gespannt über die Länge der Diagonale eines Quadrats erzeugt eine Fläche, die doppelt so groß ist wie das ursprüngliche Quadrat. Das ist der Satz des Pythagoras im Prinzip für den Fall, dass man ein gleichschenkliges Dreieck hat. Wenn Sie sich das mal überlegen, also sagen wir mal so und so, dann gilt ja a² plus a² ist gleich b². Und jetzt muss ich noch das ursprüngliche Quadrat Ihnen hinzeichnen, damit Sie es mir auch wirklich glauben. So, das ist das ursprüngliche Quadrat und seine Diagonale. Ne? Also das Quadrat, was über der Diagonale gezeichnet wird, ist genau doppelt so groß wie das Quadrat über der Seite oder so groß wie die beiden Quadrate zusammen, wofür es ja den sehr einfachen Zerlegungsbeweis auch gibt. Ist jetzt hier nicht schön gezeichnet. Normalerweise würden die vier hier oben ja ganz genau reinpassen. Das Seil gespannt über die Länge der Diagonale eines Rechtecks ergibt eine Fläche, welche seine vertikalen und horizontalen Seiten zusammenbilden. Da können wir vielleicht auch mal zeichnen, um uns darüber zu verständigen, dass das tatsächlich auch der Satz von Pythagoras ist. So, und jetzt stellen Sie sich hier wieder ein Quadrat drüber gezeichnet vor. So. Das ist ein Quadrat. Okay. Und dann hätten wir ja auch wieder einen Pythagoras in diesem inneren Dreieck hier. Es ist interessant, also es ist ganz anders formuliert als bei den Griechen. Die Griechen haben das nicht so als so Flächensätze formuliert und sind halt schon auch von dem rechtwinkligen Dreieck ausgegangen. Es gibt irgendwie auch einen lange währenden Streit, also ob jetzt der Pythagoras und auch einige andere Dinge, die da in der vedischen und in der klassischen Periode drin sind, wie jetzt die Transmissionswege sind. Also haben quasi die Inder das durch Kontakt mit der hellenistischen Welt erfahren, der aber eigentlich ein bisschen später erst angesetzt wird, hatten die gemeinsame ursprüngliche Quellen. Für einige Dinge haben die Beweise, die ein bisschen anders sind als bei den Griechen, haben die unabhängig voneinander die Sachen entdeckt. Ja, und der Herr Joseph, da, der beschwert sich da auch teilweise, weil er sagt, das ist ganz interessant. Also beim Satz von Pythagoras und anderen Dingen, die die Griechen auch schon hatten, ist immer das Argument, es gibt da so Ähnlichkeiten in der Formulierung, aber man kann nichts nachweisen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass zwei Leute das unabhängig voneinander entdecken. Also haben es die Griechen erfunden und die Inder haben das nur irgendwie mitbekommen. Und umgekehrt, bei der Analysis wird aber so gesagt, nee, die Europäer, die haben da nichts von den Indern mitbekommen. Das haben die schon selber auch erfunden. Also da haben halt zufällig zwei Leute das mit 400 Jahren Zeitverzögerung dasselbe erfunden. Das kann ja mal passieren. Sagt er, das kommt ihm
kommt ihm ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen vor, wenn man es im einen Fall so sagt und im anderen Fall so. Wir werden nachher sehen, wo es relativ klar nachvollziehbar ist, ist bei einigen Textaufgaben. Ist das sehr unwahrscheinlich, dass zwei Leute auf dieselbe alberne Textaufgabe mit genau denselben Zahlen kommen. Also das ist im Prinzip diese Vögel-Dingsaufgabe, die wir letzte hatte, ist so ein bekanntes Beispiel, wo man einfach gut nachvollziehen kann, wo taucht die zum ersten Mal auf und wie ist die dann quasi gewandert durch die Länder. Ja, was wird da mit dem Satz des Pythagoras gemacht? Ja, Flächenverwandlung, eigentlich auch was es bei den Griechen sehr ähnlich gibt, sind, hier sieht man mal, wie so der Stil ist, von diesen Dingen konstruiere ein Quadrat, das in der Fläche zwei ungleichen Quadraten gleichkommt, schneide vom größeren Quadrat ein Rechteck ab, dessen andere Seite der kleineren Quadratseite entspricht. Das Seil über die Diagonale des Rechtecks ist die Seitenlänge des gesuchten Quadrats. So, jetzt vielleicht mal als Bild. Also wir haben hier das große Quadrat, davon schneiden wir ein Rechteck ab, dessen andere Seite die Seitenlänge des kleinen Quadrats ist. Jetzt zeichnen wir darüber die Diagonale. Und dann ist die Behauptung, dieses hier ist die Summe. Warum ist das okay? Ja, wenn man jetzt mal scharf nachguckt, ist ja hier unten wieder das Dreieck drin mit den Seitenlängen a, b und c. Und es gilt genau b² plus a² ist gleich c² nach Satz des Pythagoras. So. Deswegen funktioniert diese Konstruktion. Konstruiere ein Quadrat, das in der Fläche der Differenz zweier Quadrate gleichkommt. Schneide vom größeren Quadrat ein Rechteck ab, dessen andere Seite der kleineren Quadratseite entspricht. Okay, haben wir gerade auch gemacht. Spanne ein Seil entlang der einen langen Seite des Rechtecks und trage es diagonal auf die andere ab. Das würden wir wohl in den Zirkeln nehmen. Dort, wo es landet, ist die Seitenlänge des gesuchten Quadrats. Schauen wir uns auch mal an. Hier ist das jetzt so ein bisschen in der Mitte reingeschoben. Hier ist so die B-Abteilung. Jetzt nimmt der die Länge B hier unten in den die Länge C hier unten in den Zirkel und trägt die sozusagen hier oben auf der anderen Seite nochmal ab. So. Und jetzt haben wir hier natürlich auch wieder die Länge C. Hier haben wir die Länge A. Hier haben wir die Länge B. Und jetzt gilt ja auch wieder das A-Quadrat, das ist dieses innere Quadrat, plus das B-Quadrat muss zusammen die große äußere Figur ergeben, das C-Quadrat. Also es ist genau dieser Haken, der hier außen rum läuft. Der ist genauso groß wie das B, also ist tatsächlich das A die Differenz von C und B. So ist das gemacht worden, auch mit Satz von Pythagoras. Ebenfalls in den Solba Sutras findet sich eine Näherungsformel für die Wurzel aus 2, die 1 plus 1 Drittel plus 1 durch 3 mal 4 minus 1 durch 3 mal 4 mal 34 lautet. Kommt mal auf sowas? Lassen Sie uns mal gemeinsam mit Joseph George versuchen nachzuvollziehen, woher diese Formel geometrisch eventuell stammen könnte. Wirklich belegt ist das jetzt nicht. Die Argumentation beginnt hier wie eigentlich immer mit einem Rechteck. Und zwar nicht irgendeinem Rechteck, sondern einem Rechteck, das die Fläche 2 hat. So, jetzt schauen wir uns mal scharf dieses vordere Quadrat an. Das soll die Fläche 1 haben. Das nehmen wir uns mal heraus. Was machen wir mit dem restlichen Quadrat? Wir müssen ja ein Quadrat kriegen von der Fläche 2. Wir zerschneiden das übrige Quadrat jetzt erstmal in drei Streifen. Und von diesen drei Streifen, die jetzt als Breite ein Drittel und als Länge 1 haben, nehmen wir mal 2 her, weil die 2, die kriegen wir hier oben schon so ganz nett in die Ecke platziert. So, jetzt wäre es natürlich noch super, wenn wir es schaffen würden, dass wir diesen einen Drittelstreifen, der da noch liegt, auch noch oben ins Eck bekommen. So ganz haut das natürlich nicht hin. Wir müssten den nochmal dritteln und dann bekommen wir zumindest ein Drittel da oben hin. Sehen Sie vielleicht? Das Problem, das wir jetzt noch haben, ist, das ist natürlich noch zu klein. Jetzt haben wir ja eins, was als Fläche nur
1 plus 2 Drittel plus nochmal ein Drittel von einem Drittel, also ein Neuntel hat. Da fehlen aber noch diese 2 Neuntel, damit das die Fläche 2 hat. Jetzt schauen wir uns also an, was wir mit den übrigen 2 Neunteln noch machen können. Die werden jetzt geviertelt. Wieso werden die geviertelt? Naja, wenn wir die vierteln, dann kriegen wir die da so schön oben in die Ecke. Und dann haben wir als Näherungswert faktisch jetzt erstmal für dieses Quadrat, was nicht ganz vollständig ist, weil oben fehlt noch so eine ganz kleine Ecke, haben wir 1 plus 1 Drittel. Und weil wir natürlich nachher den Streifen da geviertelt haben in der Breite, haben wir dort dieses 1 durch 3 mal 4. Ja, soweit so gut. Wir haben also einen Näherungswert für Wurzel 2, der ist 1 plus 1 Drittel plus 1 durch 3 mal 4. Aber jetzt wird da noch was abgezogen, nämlich diese ominösen minus 1 durch 34 mal 3 mal 4. Ja, wo kommen die jetzt eigentlich her? Ja, die Argumentation ist da jetzt die folgende. Da müssen wir erstmal ein ganzes Stück näher heranzoomen, damit wir da überhaupt was erkennen können. Es ist so, dass eine der Einheiten, über die die Inder verfügt haben zu dieser Zeit, die hatte als Unterteilung in die nächstkleinere Einheit die 12. Das geht sich hier super aus. Wenn wir da Drittel genommen haben von dem Einser, dann kriegen wir die 12 dann natürlich super schön reinplatziert. Und was wir dann sehen, ist, dass wir an den Kanten jeweils genau die Längen 17 solcher von der nächstkleineren Einheit, die nur ein Zwölftel von dem Ganzen ist, haben. Nämlich genau die 12 von dem Ganzen und dann nochmal die 4, die wir haben von dem Drittel und nochmal den 1, den wir haben von dem Viertel von einem Drittel. So, das sind also 17, das könnte was mit der 34 zu tun haben. Ja, das stimmt auch, aber dafür müssen wir sogar noch ein ganzes Eckchen näher ran zoomen. Wenn wir jetzt hingehen würden und würden tatsächlich mal eintragen, das kann man kaum noch erkennen, weil da im Prinzip die Liniendicke uns schon im Weg ist und würden sagen, wir schneiden nochmal ein 34. jeweils ab von diesem Drittel mal Viertel, dann sähe das in etwa so aus, ja, das wäre sozusagen das, was wir jetzt auf beiden Seiten abschneiden, natürlich nur von dem Dunkelgrauen im Prinzip. Und jetzt gehen wir halt hin und füllen dieses Quadrat damit auf. So ganz haut das nicht hin, weil, wenn Sie mal überlegen, Sie hatten ja immer 16 in der Länge und 16 in der Höhe, also haben Sie 32 solche Streifen, die Sie dort hereingelegt bekommen. Aber was man dann schon noch sagen kann, man hat ja hier auch immer einen zu viel. Also Sie haben hier 32 dieser Streifen reingelegt, hier immer einen zu viel, da kriegen Sie noch den 33. Streifen. Und das Einzige, was Ihnen noch am Quadrat fehlt, ist dann hier oben dieser ganz, ganz dünne 34. Streifen. Ansonsten haben Sie da tatsächlich schon ein perfektes Quadrat zusammengelegt. So kommt dann letzten Endes genau diese Formel zustande. Auch für die Kreiszahl Pi gibt es eine Näherungslösung, die aber nicht auf einer echten Konstruktion beruht. Ja, auch nicht beruhen kann, weil der Kreis eben nicht exakt quadrierbar ist, wie wir heute wissen. Da ist die Argumentation aber noch eine Ecke spitzfindiger als bei dem Beispiel gerade, sodass ich Ihnen jetzt sage, ach, das war's für heute. Auf Wiederschauen. Wir sehen uns bei der 8. Lektion wieder. Servus. Baba.